Ja, ja, ja. Mach dich locker. Guck mal, am Reifenschaden fahr ich trotzdem noch besser als alle anderen. So, hier langsam rum. Den ganzen Verkehr aufhalten natürlich. Ja, los, fahr vorbei. So. Hier, Rechtskurven. Da sind wir jetzt noch gut drin. Der braucht schon Linkskurven. Linkskurven sind ein bisschen schwierig jetzt. Aber Rechtskurven, da hängen wir sie alle ab. So. Hier, guck mal, mit so einem Plattfuß über 200 fahren, das ist ja auch mal was. Ja, ja, wir fahren von links nach rechts. Oh, da kommt einer angeflogen, den lassen wir mal vorbei. Huch! Rum da, rum da, rum da, los! Wo ist denn hier die Boxen? Achso, wir sind noch gar nicht auf der Startzielgeraden. Ach ja, ich verstehe. Ach so. Und dann hier rum. Ja, warte doch mal, du alter Penner. Ich muss ja auch irgendwo rumfahren. Und hier rein. So. Jetzt sind wir auch mal eine Runde mit Blattfuß gefahren, oder? Da habe ich das Reden verlernt eben gerade. So. Na los, schieb mich hier in die Gaga-Garage. 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 So. Vorne links, ne? Wisst ihr Bescheid, Jungs? Und die Reparaturzeit, bla bla bla. Gut, gut, gut. Da ist es. So, da war es, die Reparaturzeit. Naja. Wir sind hier eine relativ schnelle Zeit. Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus. Ja, ja. Wir lassen es mal spulen. Ja, guck mal, und das war jetzt eher ein Rumgerutsche. Also ich glaube, wir sind da relativ gut dabei mit der 1,39. Also wir könnten locker eine 1,39 locker fahren. Oder 1,38 sogar, bin ich mir sicher. Ja, jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir es mal probieren sollen mit dem Profi-Ding. Ich glaube, das machen wir. Ich probiere das mal offscreen aus, wie es hier mit dem Profi-Ding läuft. Und wenn das so einigermaßen den Vorstellungen entspricht, die ich mir hier so ausdenke, dann fahren wir hier das mal im Profi-Teil da, in Profi-Stärke. Weil es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt wieder dann eine Sekunde schneller sind als alle anderen im Qualifying und dann fahren wir wieder nur die ganze Zeit vorne raus. Ich weiß, ich mache viele Fehler und hin und her und dann hängen wir wieder hinten dran. Nur weil ich Fehler mache, ah, da muss ich die eben abstellen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich glaube, das schaffen wir auch so. Das mache ich jetzt dann. Also ich probiere es mal offscreen aus, wie ich ja hier im Profibereich fahre. Und wenn ich dann wirklich so in den Top 10 ungefähr rumfahre, dann fände ich es realistisch, dann finde ich es gut. Weil wenn ich kann nicht jedes Rennen jetzt dann davon rausfahren. Das, ich wollte es eigentlich realistisch halten. Wir bleiben noch 5 Minuten. So. Wie schon tausendfach erwähnt. So, na los. Du Zeit, lauf noch schneller. Mann. Und fertig. Gut. Jetzt freut er sich wieder wie ein Schneekönig. Ja, so Autosafe. Werde Zweiter oder besser. So, und dann verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel. Ja, du drängst dich immer hier in den Vordergrund, ne? Hör mal auf zu quatschen jetzt. So. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Mein Name ist Chris Maximus und das ist ein Formel 1 Auto. So, bis dahin. Tschüssi.
Nee, Moment, wie geht's denn hier raus? So, ah ja, okay. Tschüss! So, und da sind wir auch wieder bei der Formel 1. Wir haben das in der letzten Aufnahme, das... ja... Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Alles klar. Wir haben in der letzten Aufnahme das freie Training bestritten und jetzt sind wir in Q1 und gucken, dass wir hier so Halbgas geben, wie er es eben gesagt hat, denn wir müssen ja hier, wir sind ja schnell genug. So, ich habe jetzt eben vorher nochmal ausprobiert. Ein bisschen lauter machen. So. Jetzt. Ich habe eben im Vorfeld nochmal ausprobiert, wie es denn ist, wenn ich hier im Profimodus fahre. Und dann kacke ich total ab. Also, da geht gar nichts. Die fahren dann alle 35er Zeiten. Ich fahre eine 38er, maximal eine 36er. Ja. Nee, das wird nichts. Deshalb fahre ich mal hier wieder im fortgeschrittenen Modus. Müssen wir mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Oh, die haben sich gegenseitig schon touchiert hier. Ist noch Qualifying, ja, ihr braucht keine Rennlinie fahren hier, keine Kampflinie, meinte ich natürlich. Ne, ein schöner, sauberer Drift. Ne, ist leider ein bisschen grob gestaffelt, glaube ich, hier diese Schwierigkeitsgrade. Also der Sprung zwischen Fortgeschrittenen und Profi ist recht hoch, habe ich so das Gefühl. Fortgeschritten werden wir dauernd Erster dann. Oh, was heißt dauernd? Aber würden wir mit unserer Zeit hier vorne mit, fahren wir mit unserer Zeit hier vorne mit? Wenn wir sie dann mal hinkriegen. Und im Profimodus sind wir dann noch nicht mal in den Top 15 mit der Zeit. Also das habe ich vorhin ausprobiert. Besser als 15, da habe ich nicht hingekriegt. Also im Profimodus. So. Die Runde wird jetzt auch noch nichts, weil ich zu viel gequatscht habe und mich überhaupt nicht aufs Fahren konzentriert habe. Aber, naja, das ist uns Schnuppe-Puppe. Das kriegen wir trotzdem noch hin. Wir haben noch genug Runden. Machen wir hier mal DRS an. Gerade am Wochenende war die Formel 1 in Texas und es war ein grandioses Rennen, fand ich. Sah super cool aus. Ja, ja. Sah super cool aus, hat richtig Spaß. Die Strecke sah richtig gut aus. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich glaube, es hat beinahe noch mehr Spaß gemacht zu fahren, könnte ich mir vorstellen. So, Moment. Ich glaube, ich muss auch wieder die Bremsbalance wieder verändern. Ah ja. Nach hinten. Ey! Alter Penner. Ich fahre hier gerade. Ja, auf jeden Fall... Formel 1 ist wieder zurück in Amerika. Obwohl für die Amerikaner da natürlich relativ wenig Crashes dabei sind. Ne? Die sind ja durch ihr Indica und die sind durch ihr Indica. Ah Mann, du Penner! Mann, ey, der kriegt keine Strafe dafür oder was? Drecksack. Ich krieg sofort eine Strafe, wenn ich einen drehe. Verdammt. Nee, die sind da ja ganz andere Sachen gewöhnt durch ihr Indica-Zeug. Warum sind die so viel schneller? Habe ich noch Profi eingestellt? Mist, ich lose hier gerade voll ab. Kann ich gar nicht reden dabei jetzt, weil ich hier so ablos. Was ist denn da los? Huch, da steht ja einer. Gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe hier noch Profi eingestellt. Kann es sein? Guck mal, die fahren eine 1,34er Zeit. Ja, Moment. Ich muss mal noch mal kurz gucken. Aber hier kann ich das ja nicht umstellen, oder? Nee, okay, ich muss nur kurz die Aufnahme unterbrechen. Die fahren 1,34er Zeit, das kann ja gar nicht sein.
Also der Hülkenberg und so, die fahren die 1,34er Zeit. Das ist ja ein bisschen arghappig, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ich guck gerade mal nach. Einen Augenblick bitte. So, und da sind wir wieder zurück. War tatsächlich so, dass das auch auf Profi eingestellt war. Deshalb sind die mal hier die schlechteren Teams mal ganze 4 Sekunden schneller gefahren als ich. Kam mir doch gleich ein bisschen Spanisch vor. So, huch. Hat da eben angefangen zu dopsen. So, ich befinde mich hier gerade auf der Einführungsrunde für das erste Qualifying. Immer noch wie vorhin, es ist nichts passiert. Wir sind ja vorhin auch nur knapp eine Runde gefahren. So, jetzt fahren wir uns hier mal langsam ein. Ja, nee, auf jeden Fall war ja, das wollte ich ja vorhin zu Ende erzählen, jetzt gerade am Wochenende das erste Rennen wieder in Amerika. Und ich fand es richtig gut. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner es fanden. Für die war das halt natürlich, die sind da mehr Spektakel gewohnt, ne? So Explosionen und überall fliegen Teile rum bei ihren NASCAR-Dingern da und so, ne? Das ist halt alles ein bisschen eine ganz andere Atmosphäre. Das ist nicht so Millimeter-Fuchserei, wie es in der Formel 1 eben ist, ne? Hält einer die Spuren Millimeter nicht und schon ist der dann 2 Plätze hinten. Ist halt so. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kam es ganz, ganz gut an. Wobei ich auch ab und zu mal so NASCAR gucke und es ist wirklich auch ein richtig geiler Sport, NASCAR-Rennen. Also macht auch wirklich richtig viel Spaß dazu zu gucken. Nur manchmal frage ich mich denn da, was machen die denn da mit den Sicherheitsvorkehrungen manchmal? Zum Beispiel die Außenmauer, okay, die muss aus Beton sein, weil da heizen dann die Autos rein, wenn das Reifenstapeln wären, ne? Verdammt, jetzt habe ich überhaupt wieder nicht. Jetzt habe ich, nicht so viel quatschen, ich sollte mal eher fahren. So, Moment, so da. Ja, wenn die Außen beim Nescan, die fahren ja immer so um. Ah, so, ja. Die Nescars, die fahren ja immer so in so ein Oval, ne? Alter, alter. Und das ist klar, wenn da die Außenwand aus Reifenstapeln wären, die sich da gegenseitig reindrücken, da wird es ja ganz schön fetzen wahrscheinlich, wenn da dann auf einmal so eine Wand wäre, die so nachgibt und die Autos sich drin verhaken. Aber die Innenwand, also die haben ja noch eine Boxenmauer und so. Und ich meine, da gibt es ja innen drin auch noch eine Wand, weil ja hier die Boxengasse quasi innerhalb der Strecke ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Aber da gibt es dann zum Teil Wände, da frage ich mich dann, warum machen die denn da keine Reifenstapel hin? Da lassen sie die Autos voll gegen den Betonmauer brettern. Habe ich letztens erst gesehen. Es war ein Video. Da fahren die hier mit ihren 300 km/h hintereinander her. Der eine drückt das andere Auto ein bisschen schief. Komm rum. Ja, der Fahrer, der schief gedrückt wurde, kommt ein bisschen ins Schleudern. Geht erst an die Außenwand. Rutscht dann quer über die Strecke zur Fahrbahnmitte hin, auf die Innenwand zu, und die war halt aus purem Stahlbeton, wie es der Adolf Hitler früher verbaut hat in seinen Bunkern, ja. Da ist das Auto dann voll eingeschlagen mit so einer hohen Geschwindigkeit, ja. Da ist dann sogar die Wand gerissen, wo ich mir dann denke, wieso hat man da keine Reifenstapel hingemacht? Das verstehe ich dann nicht, ne? Hauptsache, das Auto schlägt dann nochmal volle Kanne ein und überschlägt sich mehrfach. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber der Sport an sich ist halt auch also richtig spannend zuzugucken. Da gibt es ja ziemlich viele Überholmanöver. Das ist halt auch sehr, sehr interessant, finde ich. So, jetzt muss ich mich mal hier drauf konzentrieren und nicht so viel aufs Gelaber. Kann man nur empfehlen, NASCAR und IndyCar-Rennen angucken. Nicht wegen den Unfällen, sondern wegen der sportlichen Leistung, die da drin, die wir da machen. Man muss sich dann auch mal vorstellen, dass die nicht 60 Runden oder so fahren, sondern die fahren mal locker 500 Runden und noch mehr zum Teil. Dafür halt auch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 also auch sehr interessant auf jeden Fall. Schon allein wie die Motoren das aushalten, ne? So 2 Stunden einfach mal Vollgas. Und dann denkt man ja immer so, naja, die fahren ja nur im Kreis, ne? Ist ja eigentlich ganz einfach, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also es wird genauso schwer sein, wie mit einem Formel-1-Auto um den Kurs zu fahren. Könnte ich mir vorstellen.